Und ich bin überladen. I have many fine wares. Was ist diese Gold? Die ist 300 Gold wert. Also das kann erstmal alles weg. Die Explosionstränke, die brauche ich auch nicht. Die bringen mich nur selber um. Ein Säurepfeil, eine Schleuder, die Juwelenklinge kann ich nicht verkaufen. Schädel, Winterwolfpelz, Verletzungspfeile, Stab der Lähmung, Robe des Abenteurers, Kampfstab, Betäubungspfeile, Langschwert plus 2 und Kompositbogen, die brauche ich auch alle nicht. Achso, das war die Enthüllung. Ja, die brauche ich noch. Die Halskette kann auch mal weg. So. Wir haben ja noch so eine Halskette. Warum sollte das Ding voll sein? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ja, die Sachen können erstmal da rein. Oder habe ich mich gerade vertan? Oh, der Schriftrollenbehälter ist auch mal voll. An army marches on its stomach. Also erst einmal hätte Vikonia gerne noch eine Tränketasche. Und dann würde ich gerne... hier eigentlich erstmal nichts verkaufen. Ich glaube, ich brauche auch demnächst einen zweiten Schriftrollenbehälter. aber ja, Tranktasche hier. Also, die können alle in den Rucksack. Das kann in den Rucksack. Gegengifte. Die können in den Rucksack. So. Der ist leer, also könnt ihr Heiltränke, Gegengifte, die Dinger rein. Und alles andere, was wir haben, kann da rein. So. Und da hätten wir doch irgendetwas. Komm, die Tränke der Spiegelaugen. Und die Unverwundbarkeitstränke können auch beide hier rein. So, jetzt ist das ein bisschen überschaubarer. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt wird es mal Zeit zu rasten. So. The Shining Lady is not the child of Baal, some claimed her to be. Die strahlende Dame ist also nicht das Kind von Baal, für das ich sie eigentlich halten, für das sie, das einige sie halten. Aber sie ist ein Asimar. Ihre Familie wurde durch Göttliches berührt, auch wenn es schon länger her ist als bei meiner. Selbst wenn ich nie wieder ein Kind von Baal sehen würde, käme mir das noch zu früh. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mich. Nein, jedenfalls nicht, wenn ihr sie beim Wort nehmt.
Thou thinkest she lied about her ancestry? Ihr glaubt, dass sie bezüglich ihrer Abstammung gelogen hat? Nein, sie würde alles tun, um ihr Ziel zu erreichen, aber ich glaube nicht, dass sie in dieser Hinsicht lügen würde. Würde sie lügen, würde sie ihre Glücklichkeit hochspielen, statt sie zu schmälern, wie sie es getan hat. Es bringt nicht viel, seinem Feind die Wahrheit zu sagen. Nehmen wir die zwei. Though she is not of Ball's blood, thou art. I shall remain with you on this expedition and see how it might illuminate the prophecies of the wise Alundo. Sie mag Baals Blut nicht in sich tragen, aber ihr schon. Ich will bei dieser Expedition für wahr an eurer Seite bleiben und sehen, wie es die Prophezeiung des weißen Alundo erläutern mag. Tut für wahr, wie es euch beliebt. Es freut mich, dass ihr meine Seite bleibt, Iria. Lead on. I shall follow. Weißt den Weg, Bredouille. Ich werde euch folgen. Ja? Also ja, erstmal weiter hochheilen. Yes, I will. So, da wird Dank. Worum ich werde mit dem wir reden können. Darum kümmern. Ja. Mit dem Mädchen hier kann ich leider nichts mehr anfangen. Das heißt, wir gehen jetzt zu der Mine hoch. Und machen da weiter. Trollklauenwald, Eberfellbrücke, da ist auch noch etwas. Da ist das Koalitionslager und Burg Drachenspeer. Ja. So, die Orte, die wir erreichen müssen. Ihr braucht nur zu fragen. Ah, it has been too long since Minsk journeyed with such a fine companion. Gut, das heißt, die Menhire sind das Einzige, was wir nicht abschließen können. Was ist hier noch? Das ist noch alte Quest aus dem Hauptspiel. Gestohlenes Vermögen ist lustigerweise jetzt hier und hier. Gies großer Plan, beunruhigende Verwicklungen, Saviaks Sichtaufgabe, Sarivoks Geheimnis, sollte ich nach einem Baal-Tempel. Der scheint ja in der Nähe der Brücke zu sein, so wie es aussieht. So, jetzt sind wir wieder hier. Nur zu fragen. Das sieht sehr interessant aus, was da gerade passiert, das Weiße. Also ja, das versperrt hier einem ein bisschen die Sicht. Also ja, ich will erstmal das Labor hier fertig erkunden, weil da bin ich ja vorhin panisch rausgelaufen.
Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein Gespenst, was ich schnell loswerden möchte. Das Schwertskelett, das ist das nächste Böse, was ich loswerden möchte. Yes. Well, Ball. Wie kann ich helfen? Ha! My aim is true! Nur zu fragen. So, jetzt muss ich nur noch die restlichen Untoten, die gerade vor mir weglaufen, töten. Ha! My aim is true! Und gucken, was ich hier sonst noch so finde. Whatever you like. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Essenz der Klarheit. In einer Ecke des Tisches steht ein, staubiges goldenes Kästchen zwischen einem Stapel Pergamente, der Tinte verblasst ist. Ein fehlgeschlagenes Phylariaktum. Das alchemistische Talent, das sich in diesem Glasfläschchen zeigt, ist in seiner Ausführung nahezu überwältigend. Der Inhalt ist nichts weniger als reine Wahrnehmung, destilliert durch unbekannte, fast unvorstellbare Prozesse in flüssiger Form. Den Trank zu konsumieren würde den Geist eines jeden Sterblichen zerstören. Auf mehreren Pergamentblättern befindet sich von einer ruhigen Hand geschrieben Notizen. Ein Großteil der Schrift ist unleserlich. Das lesen wir das nächste Mal. Also die beiden Sachen lesen wir beim nächsten Mal, weil die Aufnahmesession ist bald zu Ende. Dieses Kästchen besteht aus goldfarbenem, klumpigen Metall und ist an den Seiten so uneben, dass es sich oben nicht vollständig schließen lässt. Geschmolzen könnte es einen Wert haben, als Gefäß ist es jedoch wertlos. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein Stuhl, auf den wir uns setzen könnten. Aber ein Untoter ist uns noch weggelaufen. Mal gucken, wo er sich versteckt hat. Oder ist uns nur der eine entkommen? Nein, da ist noch so ein. Eine Knochenfledermaus ist hier noch. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, wir sind noch knapp oder gut 10.000 vom Level-Up entfernt. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dieser kunstvolle Metallbrunnen bietet noch immer einen beeindruckenden Anblick, obwohl er nach Jahren der Vernachlässigung recht verwahrlost aussieht. Ein blauer Nebel steigt aus den Tiefen der Erde auf und bringt den Gestank von Magie und Verfall mit sich. Als ihr in den Nebel blickt, fängt euer Kopf an zu pochen. Das Gefühl vergeht jedoch, wenn ihr euch abwendet. In der linken Armlehne befindet sich ein Holzhebel. Der Mechanismus, mit dem er verbunden ist, ist alt, aber gut gefertigt. Vermutlich funktioniert er noch. Ihr zieht an dem Hebel in der Armlehne und hört das Geräusch alter Zahnräder, die sich in Bewegung setzen. Stampf fällt von der Decke, während das Geräusch ballenden Metalls durch den Komplex hallt. Worum geht es dir? Ihr braucht nur zu fragen. Ein teuflisch komplizierter Mechanismus hat den Hebel in der Armlehne des Turms blockiert. Ihr könnt nicht feststellen, wie er in seine ursprüngliche Stelle zurückzubringen ist. Nur zu fragen.
Okay, ist hier unten dadurch aufgegangen? Nö. Und hier oben hat sich auch nicht wirklich was getan bis jetzt. Dann würde ich sagen, wir speichern jetzt hier mal. Das ist jetzt Let's Play 007. Speichern. Und dann machen wir jetzt hier einen Cut. Also, bis gleich.